Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Angespielt. Und wie ihr es unschwer erkennen könnt, sind wir hier in Wildstar. Ja, Leute, Wildstar, die Open Beta ist ja gerade. Und da habe ich mir das Spiel einfach mal geholt. Ich hatte diesen Charakter hier schon auf Level 3 oder so, ist nicht so viel auf jeden Fall. Hatte ich den auf einem anderen Realm, aber der war nicht deutsch. Und den habe ich dann gewechselt. Und jetzt bin ich hier auf diesem Realm. Und dann nehmen wir hier einfach mal das Quest an. So, zack. Tut mir leid, dich so aus dem Kyrus-Schlaf reißen zu müssen, aber ich habe keine andere Wahl. Hier geht's gerade verdammt heiß her und ich brauche dringend deine Hilfe. Kryokrise. Na, Kryokrise. Was auch immer. Im folgenden Addon ist ein Fehler aufgetreten. Dialog. Okay. Wie ihr seht, das ist hier alles noch Beta. Nein, was ist denn hier los? Ich lauf weg. Okay. Komm, lass uns hier einfach nochmal. Versuchen wir es einfach nochmal. Ich bitte nicht gern um Hilfe. So. Ich werde dir helfen, eine Frau zu finden. So, jetzt funktioniert das Ganze auch. Gut. Das Ganze hier ist ein MMORPG. In einem sehr Comic-mäßigen Stil, was ich auch sehr cool finde. Sehr, sehr cool. Weil ich mag sowas. In WoW ist das ja auch enthalten. Und ich mag so Comic-Stile in MMORPGs. Wenn man jetzt mit Guild Wars vergleicht, das ist, oder mit Elder Scrolls, dann sind das so echte Texturen. Und hier sind das eben so Comic-Texturen. Aber das finde ich richtig cool. So, wir sind da jetzt drinne. Und wo müssen wir denn hin? Ach, darüber müssen wir. Da ist nämlich so eine kleine Minimap und so. Wir können einen Doppelsprung machen. Und wie ihr hier seht, gibt es solche Balken. Damit kann man ausweichen. Und ich glaube, ich kann jetzt noch keine Attacke einsetzen. Doch, ich kann schon eine Attacke einsetzen. Die wird unten doch nur noch nicht angezeigt. Kann ich die irgendwie zerstören oder so? Ich guck mal. Nee. Die kann ich leider nicht zerstören. So, wir müssen jetzt mal hier hingehen und die Kyrus-Steuerung aktivieren. So, jetzt kommt wieder so eine kleine Zwischensequenz, die ist am Anfang ganz häufig da. Also ich denke, ich werde mir das Spiel holen, denn ich finde es eigentlich richtig, richtig cool. Es ist so, ich spiele es ja jetzt auf einem Mac mit Parallels-Desktop, deswegen laggt so. Ich muss mir jetzt Bootcamp drauf spielen, dann ist das wie ein Windows-PC, nur eben auf einem Mac. Aber ich habe das komplette Betriebssystem dann richtig oben und nicht so ein Kack wie Parallels-Desktop, wo ich dann auch noch herumswitchen kann. Das finde ich ein bisschen kacke. So, wo müssen wir denn hin? Fahre mit der Röhrenbahn. Gucken wir mal. Okay, gut. Die Röhrenbahn ist da hinten. Oh, die ist da. Oh, und jetzt. Oh, nee. Jetzt hat er uns getroffen. Oh, nein. Das tut so weh. Irgendwie kann man auch sprinten. Nur ich weiß nicht wie. Warte, nochmal gucken. Nee, hier hoch muss ich. Wieso zeigt der Pfeil dann hier hin? Ich glaube, das Spiel kommt am 2. Juni raus. Oder irgendwo. Wann im Juni, glaube ich. Ja, so. Hallo, ich bin da. Ich fahre jetzt. Ja. Und jetzt kommt wahrscheinlich dieser Ladebalken wieder. Und dann bin ich auch, glaube ich, jetzt schon in einer Hauptstadt. Vermute ich jetzt einfach mal. So, das hier ist eben, wie gesagt, der Ladebalken. Der sieht so aus. Ich zeige euch nachher dann nochmal die Charaktererstellung. Welche Charaktere es da so gibt und welche Klassen und so weiter. Das gehört natürlich beim normalen Angespielt, bei mir zumindest dazu. So, jetzt fahren wir da durch die Röhrenbahn. Hat was sehr Galaktisches. Also es ist ein Science-Fiction- und Fantasy-MMORPG. Man kann auch Housing betreiben. Das bedeutet, man hat so eine kleine private Insel. Jetzt hängt es wieder ein bisschen. Man hat so eine kleine private Insel, auf der man seine eigenen Häuser und so weiter bauen kann. Da hat man wirklich sehr, sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten. Fast schon so viele wie bei Sims. Obwohl Sims hat ja Milliarden, aber... So, wir sind hier. Ich denke, wir überspringen das Ganze jetzt mal, denn wir wollen eigentlich ja nicht so viel Zwischensequenzen haben. So, nicht. Hör auf zu laggen, danke. So, abschließend Kyrokreis. Okay. Dann gehen wir einfach da jetzt mal hin. Das ist mit der Steuerung, ja.
Moment, jetzt muss das Gebiet hier erstmal geladen werden, ja? Dann läuft's wieder. Es läuft halt, wie gesagt, nicht so flüssig, obwohl ich die Texturen, gut, sie waren vorhin alle auf niedrig. Ich habe die jetzt ein bisschen hochgeschraubt, damit es für die Aufnahme wenigstens ein bisschen göttlicher aussieht. Denn sonst ist das ja auch nicht, so geil. So. Okay, was möchtest du denn? Klicke mit der rechten Maustaste auf die Waffe in deinem Inventar, um sie auszurüsten. Ich habe noch kein Hotkey gefunden, dass man das hier öffnen kann. Ich weiß das einfach nicht. So, jetzt habe ich eine Waffe hier oben. Und ab jetzt sieht man da unten auch unsere Attacken. Ich glaube, die da vorne, ja, die muss ich jetzt töten. Das wird jetzt ziemlich krass. Und zwar müssen wir dort so hingehen. Dann können wir auf die 1 drücken. Da muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Denn es ist doch ein bisschen anders, vielleicht wie in anderen MMORPGs. So, zack. Zack, defekter Medibot. Drücken wir gleich mal V wieder. Ja, was willst du denn von mir? Ja, was willst du denn von mir? Wir töten dich hier, Alter. Hier geht's ja dann los, ey. Heile Sadia Brinkbad. Brightland. Ich kenne kein Deutsch mehr. Beziehungsweise kein Englisch. Genau. Weil das ja auch Deutsch ist. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Das weiß ich jetzt nicht ganz im Moment. Wenn man hier draufklickt, dann sieht man einen Pfeil. Und es wird mir gesagt, ich muss da rein. Ja, genau. Da rein muss ich. So. Medizin und Totschlag. Ah, hier. Genau. Hier ist jemand, den ich retten muss. Hallo. Na? Oh yeah, das sieht ziemlich geil aus. Komm, ich rette dich. Gut, das schließen wir jetzt ab. Können wir das gleich so abschließen? Nope. Wir müssen mit dem hier reden. So, ich muss... Oh, das juckt ja alles. So, F. Medizin und Totschlag. Sieht aus, als würdest du Sadie und das Baby durchkommen. Du hast mir echt einen großen Dienst erwiesen, mein Freund. Ich weiß nicht, was ich tun kann, um dir ordentlich zu danken. Der Drink geht auf mich. Du hast Sadie und mir einen Gefallen getan und das Mindeste, was ich tun kann, ist dir einen Drink zu spendieren. Das muss reichen, fürs Erste. Danke, Auge. Ich könnte einen Drink vertragen. Yeah. So, abschließend, der Drink geht auf mich. Das bedeutet, wir gehen jetzt einfach mal nach hinten. Ich zoome ein bisschen raus. Das ist ein bisschen zu weit. Man kann wirklich sehr, sehr weit rauszoomen. Was ich ziemlich cool finde, denn... Ja, ich finde das teilweise wichtig in so MMORPGs. So. Jemand versucht, dich über deinen Infokron zu erreichen. Ach, hier, das, genau. Hallo. Das finde ich auch richtig cool, so mit Hologramm-Dingern, wie ihr hier gleich sehen könnt. Moment. Warte. Ach, genau. Der hat da jetzt so ein Hologramm-Dingsbums und da kann er ihn jetzt hier sehen. Freie Kompanion von Nexus. Du sollst eine richtige Rakete im Kampf sein. Wenn du zum tänzelnden Rose Dower kommst, können wir beide uns über deinen Platz bei den FKON reden. Ich werde bald dort sein. Cool. Jetzt kann ich 2 Quests abschließen. Ich würde sagen, ich schließe zuerst dieses Quest hier ab. Gut, wo müssen wir denn da jetzt hin? Ich denke, wir müssen... Wir möchten den Pfeil da folgen, da hoch. Ja, genau so war das. Ich habe das ja schon mal gemacht, wie gesagt, bei meinem alten Spielstand. Das Leveln hier dauert sehr, sehr lange. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was das Endlevel hier ist. Lag. So. Drücken wir mal hier F. Der Drink geht auf mich. Danke, Greco. Gern geschehen, Kiesel. In Zeiten wie diesen brauchen wir Helden und da kommst du gerade richtig. Ein kleines freundliches Gelage, oder wie das da stand, an Bord der Hasardeur verbreiten sich Neuigkeiten. Schnell, Bumsdoggy. Hier wissen wir alle, wie du Sadie Brightland gerettet hast und alle wollen dich kennenlernen. So. Oh, da muss ich jetzt mit einigen Leuten hier raiden. So, Leute, sorry, es werden sich jetzt viele denken, wieso sind wir jetzt in der Charakterauswahl? Wir sind jetzt in der Charakterauswahl, weil, was dazwischen gekommen ist und ich schnell weg musste, so.
Und ich zeige euch jetzt einfach mal die ganzen Charaktere, die es hier gibt. Und zwar, das wäre einmal, Moment, Kaugummi runterschlucken, Moment. So, also, es gibt einmal die Verbannten und dann gibt es einmal die, also das Dominion. Ich zeige euch jetzt erstmal die Dominion am besten und da gibt es halt, auch verschiedene Völker. Und zwar die Kassianer, also die Menschen, die heißen halt nur anders, so die männlichen, ja. Ganz stolz sind die auf ihre, ja, die gucken jetzt ein bisschen arrogant. Dann gibt's die Draken, die finde ich persönlich ziemlich, ziemlich geil. Die erinnern mich ein bisschen so an World of Warcraft, an die Trolle, denn da geht die Frau auch senkrecht und der Mann geht ein bisschen gebückt. Ich finde einfach teilweise diese zufälligen Sachen hier richtig cool, guckt euch den mal an, finde ich richtig, richtig cool. Dann haben wir hier einmal die Chua. Die Chua ist ein Volk, die sind gleichgeschlechtlich. Das bedeutet, es gibt da kein männlich und weiblich. Moment, vielleicht eins, wo man dann auch die Augen sieht. Ja, das sind die Chua. Das sind die kleinen, boshaftigen, intelligenten Erfinder, ja. Dann gibt es noch die Mechari. Das sind solche, ich sage jetzt mal Roboter, mit so ein paar Kristallinhalten. Das sieht man vielleicht hier ganz gut, hier so die Kristalle. Ja, ganz okay. Ist jetzt aber nicht so meins, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich zu den Verbannten. Dann haben wir hier natürlich die Menschen. Die heißen da auch Menschen, also die menschlichen Verbannten. Hier einmal noch in weiblich, männlich und weiblich. So, dann, Michi, bitte nicht so laut essen. Dann haben wir hier noch die Aurin. Das sind die, die ich spiele. Ja, da kann man, finde ich, richtig, richtig coole Charaktere erstellen. Ich habe eine Frage. Ja? Welches hast du eigentlich genommen? Also von den Seiten her, da gibt es ja zwei, oder? Was? Ach so, ich bin bei den Verbannten. Das erkläre ich eh gerade. Also ich, wie gesagt, bin auf dieser Seite hier bei den, quasi, bei den Guten. Ja, das sind die Guten, das hier sind die Schlechten. Also die Bösen kann man vergleichen mit Allianz und Horde. Und ja, hier sind dann auch die Aurin. Die Klasse, die ich spiele, das sind solche, ja, Tiermenschen. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Katzengestalt sein soll. Ich meine, hier sind auch teilweise so Hasenohren möglich. Vielleicht, ja, ich weiß nicht, was genau das, ich kann das ja mal ganz kurz vorlesen. Die rauflustigen, lebhaften und leidenschaftlichen Aurin sind ein Volk von Waldbewohnern mit angeborener Wildheit, Gewandtheit und magischen Fähigkeiten. Nachdem sie vom Dominion von ihrem Planeten vertrieben wurden, sind die Aurin bereit, ihre neue Heimat auf dem Planeten Nexus mit Zähnen und Klauen zu verteidigen. Genau, also es sind halt eben solche Tiermenschen und ja, da gibt es einfach so richtig coole Gestaltungsmöglichkeiten. Dann gibt es die Granok, das sind solche Steinmenschen und ich finde, bei sowas ist es immer schwer, die Mimik zu verändern, aber guckt euch das an, da gibt es richtig verschiedene und coole Mimiken, wie ich finde, also richtig toll gemacht. Die hat eine etwas breitere Hüfte, aber das ist nicht so schlimm. So, dann gehen wir hier mal zu den Mordesh. Die Mordesh sind eigentlich so auf dieser Seite hier meine zweiten Lieblinge. Die Aurin ist derzeit so mein Lieblingsvolk. Und zwar die Mordesh sind so Art Untote mit ein bisschen Technik vermischt. Also solche Technik-Untoten finde ich ziemlich, ziemlich cool. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier einfach mal auf Anpassen, denn ich möchte euch ja auch noch die Klassen zeigen. Und die Gestaltungsmöglichkeiten. Und zwar haben wir hier die Klasse Krieger, Ingenieur, Sanitäter, Meuchler und Arkanschütze. Das ist ein bisschen laut, Michi. So, da gibt es eben verschiedene Klassen, die man eben haben kann. Zum Beispiel hier Heiler und so weiter. Und dann gibt es noch ein Pfad. Und ein Pfad, das finde ich wieder was ganz Cooles. Und zwar, wenn man jetzt zum Beispiel Soldat auswählt, hat man manchmal noch Unterquests, die nur was mit dem Soldat zu tun haben und man da extra irgendwelche Sachen bekommt für den Soldaten.
gut, das dann gleiche wie beim Wissenschaftler oder beim Kundschafter. Ich glaube, der muss dann immer so Jump'n'Runs wohin machen. Ich gehe jetzt einfach hier mal auf Anpassen und zeige euch einfach mal, wie gut man hier eigentlich so einen Charakter gestalten kann. Sorry, mein Bruder ist gerade im Hintergrund. Der schlägt immer die Gabel so laut auf den Teller. So. Nee, das sind meine Kopfhörer, die was drauflegen. So, hier kann man eben, wie gesagt, so viele verschiedene Gesichter auswählen und sie dann auch sowieso auch nachträglich noch sehr, sehr verändern. Ich nehm jetzt einfach mal kurz das hier, dann passen wir das Gesicht noch ein bisschen an. Ja, ja, ist jetzt, oh, ja, lassen wir es einfach mal auf Standard, die Kinnlänge lassen wir so. Wie gesagt, ich zeige euch das jetzt nur mal hier ganz kurz, was man da alles so verändern kann. Da finde ich nämlich richtig krass, dass man wirklich da so viele Gestaltungsmöglichkeiten haben, ja. Das finde ich richtig krass. Also Augenbrauen, Dicke und so weiter. Da haben die wirklich, im Gesicht kann man wirklich so viel verändern. Das möchte ich jetzt aber nicht so direkt zeigen. Dann gibt es auch noch mehrere Hautfarben. Da gibt es ein Grün oder ein so Blau oder so ein Gelb. Ja, da gibt es, wie gesagt, viele, viele Sachen. Ich nehme jetzt einfach mal hier so ein Lila. Dann gibt es ganz viele Frisuren. Ja, Dreadlocks aus Kabeln. Also das ist alles so ein bisschen elektronisch dargestellt, finde ich richtig cool. Auch das hier, das sind einfach hat einfach was Elektronisches, finde ich ziemlich, ziemlich cool. Dann hier die Frise, das hat irgendwie schon was, ja, das hat irgendwie so einen Flair. Die Frise finde ich auch ziemlich, ziemlich geil. Also wenn ich mir jemanden erstellen würde, würde ich entweder die Frisur hier nehmen, die hier oder die hier, weil die, ich muss die sagen, die sieht einfach, die passt irgendwie mit diesen Kabeln, passt irgendwie zu diesem Look hier. Ich nehme jedoch jetzt einfach mal ups, die hier, genau, bei der Haarfarbe. Gut, da kann man sich auch wieder so viel aussuchen. Was ich vielleicht noch ein bisschen schade finde, dass die da noch nicht so ein eigenes, vielleicht so ein kleine, eine Farbpalette haben, wo man sich selbst so eine Farbe zusammenmischen kann. Aber sonst finde ich das richtig krass. Ich mache das jetzt einfach mal so pink. Augenfarbe. Wie gesagt, da gibt es auch so viel. Und das hat dann wieder hier was mit der Flüssigkeit zu tun. Das machen wir jetzt mal in einem grellen Pink hier. Dann Gesichtsaccessoires, ja. Da kann man richtig viel machen, die dann da vorne so dranhängen. Man kann das hier machen. Man kann irgendwelche solche Stacheln machen. Ich fand, obwohl das hier fand ich ganz gut. Das hier sieht aber auch ganz gut aus. Nee, ich nehme das jetzt erstmal. Der Charakter wird ja auch nicht gespielt. Das ist einfach nur hier zum Testen. Dann kann man hier den Körperbau wählen. Da gibt es wirklich zwischen mega dünn zu sehr muskulös und ja, also da gibt's, hat man wirklich extrem viele Gestaltungsmöglichkeiten. Ups, da hat man gerade meine Taskleiste gesehen, weil das ja parallel ist, dies, das. So, ich würde sagen, wo geht man denn da auf zurück? Zurücksetzen, so. Alles zufällig auswählen. Charakter speichern, laden. Abbrechen. Abbrechen. Ich weiß es nicht, wie man da zurückgeht, ehrlich gesagt. Ich glaube, wenn man das hier macht, ich weiß es nicht. Och, alles zurücksetzen und dann gehen wir auf akzeptieren. Ah, gut. Ich glaube, da kann ich jetzt dann wieder den Charakter wechseln. Gut, dann klicken wir... Oh, schon wieder meine Taskleiste. Leute, was soll das? Ja, ich glaube, das war's. Jetzt erstmal so ein kleiner Einblick zu dem Spiel. Ihr seht, es gibt wirklich richtig coole Leisten. Man kann gut ausweichen und so weiter und so fort. Das Spiel bietet wirklich so viele neue Sachen, dass man fast schon nicht mehr zusammenkommt, weil es gibt auch so viele neue Begriffe, die man sich merken muss. Aber wie gesagt, wenn ihr Lust habt, zu spielen, jetzt noch in der Beta, die ist jetzt, glaube ich, noch 5 Tage oder so, und ihr euch einfach mal ein Bild über das Spiel machen wollt, dann guckt doch einfach in die Videobeschreibung, dort habe ich euch alles verlinkt, auch zur Beta und so weiter und so fort. Das war's jetzt vom 4. angespielt oder vom 3. angespielt, ich weiß nicht mehr so genau. Auf jeden Fall würde ich sagen, das war's. Ich denke, ich werde es mir holen und wenn ihr mich anschreiben wollt, einfach unter Bumsorgin oben bin ich auf dem Realm Ictia. Also das war's. Haut rein, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da und schreibt einen Kommi, wenn ihr Bock habt. Und dann würde ich sagen, tschüss.